So, willkommen zu einer neuen Folge Adventskalender, der Bier-Adventskalender von Kaleo. Und das Lustige ist, der Adi war gerade schon wieder auf dem Klo. Irgendwie immer, wenn ich hier reingehe und will den Bier-Adventskalender aufnehmen, geht der Adi auf die Toilette. Was soll mir das sagen? Ich weiß es nicht. Wir stellen euch jetzt erstmal da ab. Wir gehen zuerst natürlich wieder an den Adventskalender für den Adi. Der hat nämlich heute sein sechste Türchen. Ja, ist ja gut. Jetzt lass mich mal das sechste Türchen suchen. Hast du das? Und das sechste Türchen ist heute. Ihr könnt es hier sehen. Guckt euch das an. Wow, Adi, guck mal, extra für dich. Riechst du es? Greif mal rein. Nicht? Warte, ich mach's mir wieder auf die Hand. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen komisch gemacht. Ich kippe es rum, nehme es auf jeden Fall auf die Hand. Und dann kann der Adi jetzt snacken aus der Hand. Guckt, wie der das wegknuspert. Richtig genial. Die ganze Hand wird einfach voll gesaut. Zwei Brocken sind noch da. Einer ist runtergefallen. Und wir nehmen uns jetzt das Bier-Tasting-Glas. Denn ihr wisst alle, was jetzt kommt. Wir öffnen das sechste Türchen am Bier-Adventskalender. Das haben wir heute bei Nummer 6 in der Mitte. Und was haben wir heute wieder für ein wunderschönes Bier am Start. Guckt euch den Oettinger Deckel an. Sieht einfach total harmlos aus. Dafür schon mal 0 Punkte für diesen Deckel. Aber wir haben ja noch mehr, denn wir haben hier ein schwarzes Etikett mit gekreuzten Schwertern. Es sieht aus, als könnte das ein Cola-Bier sein, ist es aber nicht. Mami, kletter doch nicht da drauf rum, wenn das runterfällt. Das könnte ein Cola-Bier sein, ist es aber nicht. Es ist nämlich ein Götz Imperial Pilz von der Kraft Bier Werkstatt Germany. Das Gute, was ich jetzt schon sehe, also das hat ja so einen brutalen Helm, sieht aus wie so ein Lego-Mann. Es ist Götz, es ist Imperialpilz, es hat 6,5%. Es ist trotzdem aber alles sehr dunkel, sehr deprimierend gehalten. Der Ritter mit der eisernen Hand, Götz von Berlichingen, lebte von 1480 bis 1562 auf der Burg Hornberg am Neckar. Obwohl adligen Geschlechts war er im Bauernkrieg um 1525 Hauptmann auf Seiten der Bauern. Ja, man kann es schlecht lesen, weil das Etikett hier die ganze Zeit verknüspelt ist, ne? Auf jeden Fall ein herrliches Götzenbier, was wir jetzt mal aufmachen wollen, nachdem wir das Etikett bewertet haben. Es ist an sich eigentlich ganz cool. Mir gefällt diese depressive Farbe aber trotzdem wieder nicht. Ich brauche was richtig Einladendes. Das macht mir so einen dunklen Touch. Ich würde dafür jetzt trotzdem mal 3 von 5 Punkten geben. Und wir holen unser Feuerzeug. Wir lassen es fluppen, schenken mal ein und dann bewerten wir natürlich die Farbe. Adi such! Jetzt das Bier-Tasting-Glas, das schöne Götz-Imperial-Pilz, wieder so einschenken, dass man die Flasche sieht und das Etikett sieht. Ich sehe jetzt schon Farbe, hat es auf jeden Fall besser vom Bier her als vom Etikett. Hat nämlich auch wieder so eine leuchtende Bernsteinfarbe, die so schön kräftig rüberkommt. Also die Farbe gefällt mir besonders. Kann man jetzt nicht mit normalen Bieres vergleichen. Deswegen werden die wenigsten diese Farbe haben und diese Punkte erreichen. Für mich aber, weil ich die Kollegen von ihm auch schon mit einer 5 bewertet habe, werde ich wohl für diese Farbe auch wieder eine 5 geben. Beziehungsweise... Was muss ich aussetzen. Die anderen haben diese kräftige Farbe gehabt und waren irgendwie klar. Das hat diese dunkle Trübung, aber wirkt trotzdem irgendwie wie ein Hefeweizen, dass das ein bisschen so trüb ist, trotz dieser dunkleren Färbung. Reicht also doch nicht für 5.
würde ich nur 4 geben. 4 von 5 Punkten. Wir haben 3 für das Etikett, wir haben 4 für die Farbe. Schaum ist egal, lass mal weg. Wir riechen aber mal. Geruch finde ich eigentlich ganz angenehm. Riecht nicht herb, riecht nicht bitter, riecht nicht zu süß. Ist, glaube ich, fast sogar der beste Geruch, den ich bis jetzt hatte. Also, so muss ein Bier riechen. Geruch, ich gebe einfach 5 Punkte für Geruch. Ich glaube, das ist das Beste. Der beste Geruch der Biere, was ich bisher hatte. Ich hoffe, das schmeckt auch so, wie es riecht. Und deshalb würde ich mal sagen, Prost. Und wir gucken dann mal, na gut. Das Etikett hat alles versaut. Jetzt aber geprost, würde der Tugurin sagen. So wie es aussieht, dieses bisschen trübe, so schmeckt das auch. Da kommt auch eine richtig herbe Note durch. Aber gleichzeitig irgendwie auch wieder sowas Wässriges. Also das ist ganz komisch. Das bringt so viele verschiedene Geschmäcker und Richtungen mit. Wo ich aber sage, man kann es gut trinken. Erst beim Absetzen kommt dann sowas nach. Was aber jetzt nicht unbedingt einen widerlichen Geschmack mit sich bringt oder einen unangenehmen Geschmack. Eigentlich ist der Geschmack trotzdem dafür gut. So vom Geruch her und diesem Geschmack zusammen finde ich das eigentlich sehr gut. Ich würde sogar für den Geschmack, glaube ich, 4 von 5 Punkten geben. Ich weiß nicht, was erreicht überhaupt 5 Punkte? Wahrscheinlich gar nichts. Das schmeckt mir trotzdem eigentlich ganz gut. Also, das hat irgendwie von jedem Bier was vereint, was ich bis jetzt hatte. 4 von 5 Punkte. Ich weiß nicht, ob es schon eins gab, was 5 von 5 hatte. So viel kann ich mir nicht merken. Dadurch, dass ich jeden Tag immer noch eins trinke auf Ex dann. Und dann, ja, das war's von meiner Seite aus. Ihr zählt wieder zusammen, wie viele Punkte das erreicht hat und ob das bis jetzt das Beste vom Geschmack ist. Ob ihr das auch probiert habt, habt ihr auch den Bier-Adventskalender. Schreibt es in die Kommentare. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Alles so gepresst.